ETFs gehören zu den beliebtesten Anlageprodukten überhaupt. Das Anlagevolumen in Indexfonds liegt weltweit bei mehr als 4 Billionen Dollar. Eine gigantische Erfolgsgeschichte. ETFs sind kostengünstig, transparent und perfekt zum Vermögensaufbau geeignet. Darüber hinaus bieten sie auch Lösungen für unterschiedlichste Herausforderungen. Welche ETFs sich für welches Marktumfeld eignen, wie Sie als Anleger den für sich passenden ETF finden und wie Sie mit ETFs ein Portfolio zur Altersvorsorge aufbauen können, wollen wir in den kommenden 60 Minuten beantworten. Guten Abend und herzlich willkommen zu diesem Finanzen.net-Webinar. Mein Name ist Markus Gentner, ich bin Redakteur bei Finanzen.net und ich freue mich, dass Sie mit uns hinter die Kulissen von ETFs blicken möchten. Wir haben heute Abend eine ETF-Spezialistin zu Gast. Heike Fürpass-Peter sollte uns nun zugeschaltet sein. Hallo Frau Fürpass, willkommen bei Finanzen.net. Willkommen zu diesem Dienstagswebinar. Hallo, guten Abend. Hallo Frau Fürpass. Frau Fürpass, Sie sind seit 2008 für Lyxor ETF tätig und leiten den öffentlichen Vertrieb von Lyxor ETFs in Deutschland und Österreich. Was müssen unsere Zuschauer noch über Sie wissen? Stellen Sie sich uns doch bitte ganz kurz vor. Ja, vielen Dank, Herr Gärtner. Also ich freue mich, heute am Abend sozusagen bei Ihnen sein zu können, akustisch zumindest. Wie Sie schon erwähnt hatten, genau, ich bin seit 2008 bei Lyxor für den Retail-Vertrieb der ETFs zuständig. Insgesamt habe ich mich aber eigentlich schon seit den Anfängen in Europa mit den ETFs befasst. Ich war davor bei Merrill Lynch mit zuständig für die Markteinführung der allerersten ETFs in Europa im Jahr 2000. Also dementsprechend seit den Kinderschuhen dabei. Es ist immer wieder interessant, die Unterschiede zu sehen, wie der Markt damals, also vor 17 Jahren, abgelaufen ist und jetzt. Es gab damals am Anfang gerade zwei ETFs. Mittlerweile sind es ja über 1600 Produkte, die am Markt sind. Und ich freue mich sehr über die hohe Akzeptanz der ETFs eben auch bei den deutschen Endanlegern. Vielen Dank für Ihre Vorstellung, Frau Fürpass. Wir wollen gleich ganz tief ins Thema ETFs einsteigen. Zunächst möchte ich aber Sie, verehrte Webinarteilnehmer, wie immer auf Folgendes hinweisen. Bei Fragen oder Verständnisproblemen können Sie uns während des Webinars über die Chatfunktion kontaktieren. Einige Ihrer Fragen werde ich möglicherweise direkt aufgreifen und an unsere Expertin weiterleiten. Am Ende der Veranstaltung wollen wir in einer Fragerunde dann gemeinsam noch offene Fragen klären. Und an dieser Stelle würde ich Sie, verehrte Zuschauer, gerne wieder mit einer Umfrage aktiv in die Veranstaltung einbinden. Unsere Frage heute lautet: Sind Sie bereits in ETFs investiert? Ich schalte die Umfrage mal auf. Sie müssten diese jetzt auf Ihrem Bildschirm sehen. Sie können zwischen Ja und Nein wählen. Und ich bin bereits sehr gespannt, welche Zielgruppe heute dieses Online-Seminar besucht. In der Regel ist die Mehrzahl der Webinarteilnehmer auf Finanzen.net ja sehr börsenerfahren. Wenn Sie aber etwas nicht verstehen sollten im heutigen Webinar, dann scheuen Sie sich auf keinen Fall nachzufragen. Wie gesagt, am Ende haben wir eine Fragerunde, in der wir offene Fragen klären wollen. Es soll ja heute keiner mit einem großen Fragezeichen aus diesem Webinar hinausgehen. Die Umfrage steht inzwischen etwas mehr als eine halbe Minute und 80% unserer Webinarteilnehmer haben bereits abgestimmt. Das heißt, ich schließe die Umfrage nun und übertrage an Sie alle das Ergebnis. Frau Fürpass, Sie können es sehen und auch Sie, liebe Webinarteilnehmer, können das Ergebnis jetzt sehen. 59% unserer Zuschauer sind bereits in ETFs investiert. Frau Fürpass, was halten Sie davon? Hatten Sie ein solches Ergebnis erwartet? Ja, also ich habe schon fast so ein Ergebnis in der Richtung erwartet. Also ich freue mich natürlich, dass viele Zuschauer da sind, die bereits ETFs ausprobiert haben oder ausprobieren. Und bin aber auch sehr froh, dass auch einige da sind, die sich erstmal neu mit dem Thema auseinandersetzen und mehr dazu kennenlernen möchten. Ich werde dann auch in der Präsentation einerseits natürlich ETFs von Beginn an ein bisschen erklären, wie sie funktionieren, Vorteile, Nachteile im Vergleich zu anderen Finanzprodukten. Und das ist natürlich dafür einige wahrscheinlich schon ein bisschen bekannter. Aber ich denke, wenn 40% ETFs bis jetzt noch nicht verwenden, dann ist das wahrscheinlich ein sinnvoller Input für Sie und gehe dann aber natürlich in die Tiefe rein und hoffe, dass ich doch für das breite Spektrum der Zuhörer interessante Neuigkeiten und
mögliche Lösungen für die eigene, für das eigene Portfolio und die eigene, die eigenen Investitionen anbieten. Ich bin mir sicher, Sie sind für die Zuschauer, die mit Ja abgestimmt haben, ebenso gut vorbereitet wie für die Zuschauer, die mit Nein abgestimmt haben. Und deshalb die Frage, sind Sie bereit? Können Sie uns Ihren Bildschirm teilen? Dann würde ich Sie jetzt zum Moderator ernennen und Sie können uns zeigen und vorführen, was Sie uns heute mitgebracht haben. Sie müssten Super. jetzt ein Fenster bei sich sehen, das Sie nur noch anklicken müssen. Und dann sehen wir jetzt bereits Ihren Bildschirm. Wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen, verehrte Zuschauer, viel Spaß mit Heike Fürpass-Peter von Lyxor ETF und Ihren Ausführungen zu einer der erfolgreichsten Anlageklassen überhaupt. Ja, vielen Dank, Herr Gentner, für diese Einführung. Herzlich willkommen nochmal meinerseits. Ich freue mich, bei Ihnen sein zu können heute Abend. Ich werde über die nächste Dreiviertelstunde circa Ihnen einerseits ein bisschen einen Einblick geben in die Welt der ETFs, wie sie funktionieren, und dann aber auch in der Folge spezifisch auf die aktuelle Marktumgebung eingehen und Vorschläge darlegen, die eben geradezu aktuellen Themen wie einerseits dem Niedrigzinsumfeld, gleichzeitig aber eventuell ansteigender Inflation passen könnten, und im Abschluss nochmal eine Möglichkeit darstellen, wie man ein diversifiziertes ETF-Portfolio speziell für die Altersversorgung und für Sparpläne aufstellen kann. Wie Herr Gentner schon gesagt hat, also ich bin auch zwischendurch eben für Fragen, die dann im Chat gestellt werden können und über den Herrn Gentner weitergegeben werden, offen, und danach natürlich in der Folge für einen interessanten Austausch, wo wir eben alle Fragen klären können, die noch offen sind. Vielleicht ein bisschen zum Hintergrund für diejenigen, die Lyxor bis jetzt noch nicht kennen. Wir sind eine hundertprozentige Tochter der Société Générale, wurden Ende der 90er Jahre gegründet und haben einen klaren Fokus auf drei Fachbereiche. Das ist einerseits eben der ganze ETF- und Indexfondsbereich und dann eben aktive Investmentstrategien und Multi-Management-Lösungen. Also dahinter verbirgt sich auch so ein bisschen die Welt der Hedgefonds und eben Multi-Asset-Fonds. Mittlerweile sind aber fast die Hälfte unserer Anlagemittel in ETFs investiert. Also wir sind eben da aufgrund der Mutter Société Générale, haben wir unseren Hauptsitz in Paris und sind reguliert von dem französischen Regulator, der AMF. Das ist im Grunde genommen das Äquivalent zur BaFin. Auf der ETF-Seite sind wir seit 2001 bereits auf dem Markt. Also wir waren eigentlich der erste europäische ETF-Anbieter, der immer noch im Markt ist. Wir sind mit der Deutschen Bank zusammen irgendwie so um den Dreh die Nummer zwei. Also da gibt es immer wieder doch einen interessanten Kampf, wer gerade vorne ist und wer gerade hinten liegt. Aber um den Dreh, also wir haben knapp über 10, fast 11% Marktanteil und bieten mittlerweile 200 ETFs wirklich in den verschiedensten Anlagekategorien, also Aktien, Anleihen, aber auch Rohstoffe. Was ist der Hintergrund? Woraus hat sich eigentlich der ETF entwickelt? Wie ist das ganze Thema investieren mit ETFs überhaupt entstanden? Und ganz wichtig war dafür aus wissenschaftlicher Perspektive die moderne Portfoliotheorie, wie sie ja von Markowitz in den 50er Jahren herausgefunden wurde. Und da ist im Grunde genommen, ich will Sie jetzt nicht mit zu viel Theorie langweilen, aber eigentlich herausgekommen, dass durch Diversifikation sich die Einzelrisiken teilweise eben aufheben können. Hintergrund ist die Korrelation einzelner Wertpapiere. Also das heißt, eine Korrelation von 1 würde bedeuten, dass sich die Wertpapiere gleich entwickeln. Wenn das eine steigt, steigt das andere auch. Eine Korrelation von minus 1 würde bedeuten, dass sie sich eben komplett konträr entwickeln. Und dadurch, dass sie eben unterschiedliche Wertpapiere, unterschiedliche Korrelationen aufweisen, können durch die Diversifikation über diese verschiedenen Wertpapiere die einzelnen Risiken sich teilweise aufheben oder reduzieren. In der modernen Portfoliotheorie hat Markowitz sozusagen das optimale Verhältnis zwischen Risiko
und Rendite versucht herauszufinden. Und ein zweiter Wissenschaftler, der noch sehr wichtig war für die Entwicklung der ETFs oder für den wissenschaftlichen Hintergrund dafür, das war Eugene Farmer, der im Grunde genommen herausgefunden hat, dass die breiten Märkte effizient sind und dass es dementsprechend eigentlich keine Informationsvorteile oder nur in einem geringen Maße überhaupt Informationsvorteile in einem effizienten Markt für einzelne Fondsmanager oder für einzelne Marktteilnehmer haben kann. Und ein ETF ist eben, bildet damit die Möglichkeit, in ein breites, diversifiziertes Marktportfolio zu investieren und damit eben an dieser Effizienz der Märkte auch zu partizipieren. Ja, also was sind ETFs von der Struktur her? Also es sind sogenannte Exchange-Traded Funds, also börsengehandelte Investmentfonds, die rein passiv einen spezifischen Index abbilden. Und da, wir sehen das hier am Beispiel ganz genau, da werden der DAX und zum Vergleich der ETF auf den DAX, man sieht, dass sich der ETF mit dem Unterschied der Verwaltungsgebühr gleich entwickelt wie der DAX. Also es gibt keine subjektive Entscheidung eines Portfolio-Managers. Dementsprechend können die ETFs auch deutlich niedrigere Verwaltungsgebühren aufweisen. Es gibt keinen Ausgabeaufschlag, auch keine Mindesthandelsgröße. Also im Grunde genommen von der Investitionsmöglichkeit haben Sie die gleichen Handelsmöglichkeiten wie bei einer Einzelaktie, gleichzeitig mit der Diversifikation eines Investmentfonds und der passiven Abbildung des Index. Aber natürlich gibt es auch wie überall gewisse Risiken. Also Sie haben durch das, dass Sie in einen Index direkt investieren, haben Sie, sind Sie natürlich dem Marktrisiko komplett ausgesetzt, gegebenenfalls auch dem Wechselkursrisiko. Und je nachdem, wie der ETF aufgesetzt ist, können eben auch noch Kontrahentenrisiken über Swaps oder Wertpapierleihe sein. Aber wie bei einem herkömmlichen aktiven Investmentfonds haben Sie einen Insolvenzschutz aufgrund dessen, dass es Sondervermögen ist und Sie dadurch als Anleger wirklich das Durchgriffsrecht im schlimmsten Fall auf die Einzeltitel, die sich im ETF befinden hätten. Hier haben wir nochmal so ein bisschen die Abgrenzung aktiver und passiver Fonds. Also ganz klar sieht man das sehr schön in dem Anlageziel und in der Grafik. Bei dem ETF ist das Ziel, den Index so genau wie möglich abzubilden. Bei dem aktiven Fonds ist dagegen das Ziel, eigentlich eine Outperformance gegenüber der Benchmark zu erreichen. Und das müssen Sie gegebenenfalls mit deutlich höheren Verwaltungsgebühren und einer Total Expense Ratio bezahlen. Also die liegt im Durchschnitt eher bei 1,5% bei aktiven Fonds im Vergleich zu durchschnittlich 0,3% bei ETFs. Und da stellt sich natürlich für viele die Frage, einerseits, welchen Beitrag hat denn überhaupt diese Einzeltitelauswahl, die der aktive Fondsmanager in seinem Portfolio macht, für die Fondsperformance? Wir haben da auf Basis von Morningstar-Daten hat Luxor da eine Studie gemacht und hier ist eigentlich das interessante Ergebnis, dass die Auswahl der Einzeltitel wirklich nur 11% Performance-Beitrag hat zur Fonds-Performance des aktiven Fonds. Einen viel höheren Beitrag hat die strategische und die taktische Allokation. Also man sieht, das reine Stockpicking ist nicht wirklich der entscheidende Faktor für die Rendite eines Portfolios. Viel wichtiger ist die strategische Allokation, in welche Länder, in welche Regionen, in welche Anlageklassen will ich investieren. Dementsprechend, auch gerade wenn man der Theorie von Eugene Farmer über die Effizienz der Märkte glaubt, dann sieht man auch, dass es so ist, dass eben nur ein relativ geringer Prozentsatz, also über einen langfristigen Zeitraum von 10 Jahren, haben nur 20% der aktiven Fondsmanager überhaupt ihre Benchmark geschlagen.
Also man sieht, das ist für aktive Manager sehr schwierig und dann für Sie als Anleger ist es eben dementsprechend nochmal schwieriger, die Fonds herauszufinden, die auch die Benchmark in den nächsten Jahren in der Zukunft schlagen werden. Und gerade aufgrund des Kostenunterschieds kann sich da eben deutlich anbieten, auf die passive Seite zu wechseln und dann eben gleich direkt in den Index zu investieren, statt auf der Suche zu sein nach dem Fonds, der dann auch wirklich langfristig die Benchmark outperformt. Und das sehen wir auch, dass das immer mehr Anleger gemacht haben und immer mehr Anleger machen. Wir haben hier, wenn man sich anschaut, die Nettomittelaufkommen in Milliarden US-Dollar seit 1996, dann sieht man doch, dass da eine deutliche Schere auseinandergeht. Also ETFs konnten über die letzten 15 Jahre annualisierte Wachstumsraten von über 23% erreichen. Gerade eben auch 2017 ist wieder ein Rekordjahr für die ETF-Branche. Da ist sicherlich einer der Gründe, weil ETFs eben so einen Zugang zu wirklich einer sehr, sehr großen Auswahl an Märkten bieten. Die allerersten ETFs waren rein auf den in Europa, waren rein auf den europäischen Markt, also Euro Stoxx 50 und Stoxx. Mittlerweile können Sie als Anleger in ETFs eben nicht nur auf Industriestaaten investieren, sondern eben auch auf Schwellenländer, in der Anleihenseite, auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, inflationsgebundene Anleihen, aber eben auch auf diversifizierte Rohstoffindizes. Und auch, was über die letzten Jahre immer mehr gekommen ist, eben auch auf sogenannte Smart-Beta-Produkte. Worum handelt es sich hier? Hier sind die Indizes keine herkömmlichen marktkapitalisierungsgewichteten Indizes, sondern Indizes, die ein Anlageziel verfolgen. Das ist bei Minimum Varianz. Das heißt, es geht es auf das Risiko. Also hier wird versucht, in ein Portfolio zu investieren mit einem etwas geringeren Risiko. Quality Income wäre im Qualitätstitel oder Multifaktoren sind dann Faktoren wie Value, Growth, Small Size, also sprich kleinere Unternehmen. Also hier entfernt man sich ein bisschen von den herkömmlichen marktkapitalisierungsgewichteten Indizes, aber man bleibt dem passiven Thema treu, weil es sind im Vorfeld definierte Indexmethodologien, nach denen dann kontinuierlich investiert und umgeschichtet wird. Also auch hier keine subjektive Entscheidung eines Fondsmanagers. Und was es eben auch noch gibt, sind Hebel-ETFs oder ETFs, die eine Short-Exposure ermöglichen. Also hier zum Beispiel den geleveragte DAX-Exposure oder auch die Möglichkeit zu partizipieren an der negativen Entwicklung eines spezifischen Indizes. Ja, wie hat sich der europäische ETF-Markt entwickelt? Wir hatten es schon angesprochen, es war wieder ein Rekordjahr. Also wir sind mittlerweile bei über 600 Milliarden Euro, die in ETFs investiert sind. Und es wird auch erwartet, dass die Wachstumsraten noch in der Zukunft weiter über 20% liegen. Wir haben hier noch die Zahlen von Ende Oktober mit 77 Milliarden Nettomittelzuflüssen. Mittlerweile per Anfang Dezember waren es über 90 Milliarden, die allein in 2017 in ETFs geflossen sind. 2016 war eher ein Anleihenjahr. Da haben die Investoren weniger die Aktienseite präferiert und mehr in Anleihen investiert. 2017 genau umgekehrt wieder. Also wir sehen, dass die Risikobereitschaft in diesem Jahr wieder deutlich gestiegen ist und vermehrte Investitionen im Aktienbereich, hauptsächlich eben in Europa und gerade speziell in den Industrieländern und eben hauptsächlich in europäische Aktien investiert wurde. Hintergrund sind sicherlich die doch sehr starken Makrodaten in Europa. Der wahrscheinlich noch nicht ganz so hoch bewertete Markt ist im Vergleich zum US-amerikanischen Aktienmarkt und natürlich aufgrund des Niedrigzinsumfelds immer wieder die Suche nach Rendite. Und gerade eben im Anleihenbereich sieht man das ganz klar durch die Investition in
Staatsanleihen der Schwellenländer, aber eben auch in Unternehmensanleihen und deutlich weniger oder fast oder eigentlich Rückflüsse bei europäischen Staatsanleihen zum Beispiel. Also hier auch ganz klar die Suche nach Rendite war bei den Anlegern in diesem Jahr im Vordergrund. Ja, wie sieht jetzt das aktuelle Marktumfeld aus? Wie kann man als Anleger darauf reagieren? Ganz klar, diese Suche nach Rendite wird auch, sollte weitergehen, weil wenn man sich anschaut, die Renditeniveaus in den einzelnen Anlageklassen sind über die letzten Jahre deutlich heruntergekommen. Also wir haben zum Beispiel hier in der Grafik in hellblau oder im hellsten Blau die Unternehmensanleihen. Wenn man sich anschaut, wie die Renditen sich über die letzten Jahre seit 1986 entwickelt haben, dann sieht man, dass sie deutlich reduziert haben. Also es sind jetzt die weltweiten Unternehmensanleihen, sind von Renditeniveaus von 10% auf unter 6%, was fast an die 5% reduziert. Auch ganz klar natürlich, was alle am eigenen Leib verspüren in bei ihren Konten. Die Geldmarkt ist deutlich auf Null, also im Euroraum immer noch auf Null, im US-Dollar-Raum leicht positiv. Und das, wenn man sich anschaut, vor 30 Jahren waren auch Geldmarktzinsen noch im Durchschnitt weltweit bei fast 6%. Also ein deutlicher Renditeverlust. Und das Gleiche gilt natürlich für die Staatsanleihen, auch die von 10% über die letzten Jahre auf im Durchschnitt 2% heruntergegangen. Also der einzige Bereich eigentlich, der relativ stabil geblieben ist, sind eben die weltweiten Aktien. Also dementsprechend sicherlich ein wichtiger Punkt, sich auch im Aktienbereich zu positionieren. Weil wenn man sich dann anschaut, man hat ja nicht nur die nominale Portfoliorendite, sondern man muss sich ja auch anschauen, wie das real in seinem Portfolio aussieht. Sicherlich sind die Inflationsraten immer noch sehr niedrig, aber gerade im US-amerikanischen Raum sind sie schon gestiegen und auch Europa hat schon leicht angestiegene Inflationsraten gesehen. Und wenn Sie sich anschauen, eine nominale Rendite von 5% im Portfolio bei einer 2%igen Inflation, da haben sie real nur noch 3% Rendite. Und wenn sie das dann über die Jahre hochrechnen, gerade wenn sie ein langfristiger Investor sind, der für die Altersvorsorge investieren möchte, dann kann diese Inflationsrate schon signifikant Renditen auffressen. Dementsprechend, es ist zwar schwer vorherzusehen, wann die Inflation wieder deutlich steigen wird. Aber es ist für einen Investor sicherlich, macht es immer Sinn, darauf vorbereitet zu sein. Weil was wir sehen ist, dass die Zentralbanken sich so langsam etwas entfernen von den Inflationsängsten. Es sind andere Themen eher im Vordergrund. Also es ist nicht zu erwarten, dass wenn die Inflation ansteigt, dass die Notenbanken sehr schnell reagieren sollten, sondern es werden sicherlich höhere Inflationsraten in den nächsten Monaten oder vielleicht sogar Jahren akzeptiert werden, bevor signifikante Maßnahmen der Zentralbanken zu erwarten sind. Man sieht die Haushaltsdefizite, die wieder zulegen in den USA, in Italien, was eben auch zu weiteren höherer Inflation führen kann, aber eben auch insgesamt gestiegene Inflationserwartungen in den USA und in der Eurozone. Also dementsprechend, wie kann man sich als Anleger auf dieses Umfeld vorbereiten, das eben einerseits aus ja, vielleicht schon relativ hoch bewerteten Aktienmärkten, gleichzeitig eben niedrigen Zinsniveaus, auf der anderen Seite eventuell ansteigenden Zinsen. Gerade die US-Notenbank hat ja schon ein paar Zinserhöhungen gemacht. Es wird erwartet, dass eventuell, also es wird erwartet, dass weitere folgen. Das Ankaufsprogramm der EZB ist ja auch bereits publiziert worden, dass das reduziert wird und da sollte eben auch dann danach
Zinssteigerungen folgen. Also wie kann man sich als Anleger darauf vorbereiten und darauf reagieren? Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Einerseits eben, man kann gerade über den Einsatz von Floating Rate Notes, also variabel verzinslichen Anleihen, aber eben auch Short ETFs auf Anleihen, also ETFs, die sozusagen profitieren, wenn die Zinsen steigen oder eben die Anleihenkurse fallen, weil das ist ja dieses Grunde genommen ja, perverse Kombination bei Anleihen. Wenn die Zinsen steigen, ist das ja für den Anleiheninvestor, der bereits investiert ist in Anleihen, nicht notwendigerweise positiv, sondern eher negativ, weil ansteigende Zinsen bedeutet, dass die Kurse der Anleihe fallen. Das bedeutet natürlich auch, dass neue Anleihen dann mit höherer Verzinsung und höheren Coupons emittiert werden. Frau Also Fürpass, darf ich Sie gerade kurz unterbrechen? Ich habe hier sehr gerne. zwei Fragen von Webinarteilnehmern. Ich fange mal bei der zweiten Frage an. Hier steht bei Ihnen Quality Income Aktien. Können Sie dafür ein Beispiel nennen? Also im Grunde genommen, das sind Strategien, die auf Qualitätstitel setzen. Also das sind, da werden Aktien so ausgewählt, dass sie einerseits eine hohe Dividendenrendite aufweisen, aber dass bei guten Bilanzdaten hohe Profitabilität und Liquidität. Aber ich gehe später nochmal genauer rein in die Strategien, wie wie so eine Aktienauswahl funktioniert. Wunderbar, super. Vielen Dank schon mal für diese Antwort und dann gehen wir, wie gesagt, später da nochmal genauer darauf ein. Die zweite Frage wäre, ist die steuerliche Behandlung von amerikanischen ETFs identisch zu den in Deutschland zugelassenen? Ich darf natürlich keine Steuerberatung machen, ganz klar hier vorweggenommen. Aber amerikanische ETFs sind tendenziell nicht steuertransparent. Dementsprechend kann es zu einer Strafbesteuerung kommen. Also wichtig für Anleger ist es, in Produkte zu investieren, die alle deutschen Steuerkennzahlen liefern, also dementsprechend in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind und steuerlich transparent sind. Dann füge ich einfach noch hinzu, wir hatten vor einigen Wochen ein Webinar zur Investmentsteuerreform, die sich ja mit dem Jahreswechsel ändert. Liebe Webinarteilnehmer, ich werde in die E-Mail, die Sie im Nachgang des Webinars bekommen, diesen Link zu diesem Webinar reinmachen. So können Sie dann dieses Webinar nochmal nachträglich anschauen und vielleicht auch noch erfahren, wie es mit den steuerlichen Bedingungen ab 2018 aussieht. Ich kenne das Webinar selbst nicht inhaltlich, aber ich gehe davon aus, dass da bestimmt auch auf amerikanische ETFs eingegangen worden ist. Frau Fürpass, vielen Dank erstmal für diesen Zwischenspurt und dann dürfen Sie natürlich gerne mit Ihrer Präsentation weitermachen. Sehr gerne. Ja, wie gesagt, der erste Punkt, also wie kann ich mich auf Zinssteigerungen vorbereiten? Das sind eben variabel verzinsliche Anleihen, Short ETFs. Das zweite, wie kann ich von steigender Inflation eventuell sogar profitieren? Hier gibt es auch ETFs auf inflationsindexierte Anleihen. Und was wir ja vorher schon erwähnt hatten, eben die Quality Income Aktien, also ETFs, die eben sich speziell auf Aktien fokussieren, die hohe Dividendenrenditen mit einer hohen Qualität kombinieren. Somit kann man eben in Aktien investieren, aber gleichzeitig bei etwas geringerem Risiko und stabile kontinuierliche Renditen generieren. Ja, ich werde auf den nächsten Slides nochmal näher auf jeden Teilbereich eingehen. Also sprich zuerst Absicherung gegen steigende Zinsen über variabel verzinsliche Anleihe-ETFs, dann eine Absicherung gegen steigende Inflation über inflationsindexierte Anleihen-ETFs und eben die Möglichkeit der Vereinnahmung von stabilen langfristigen Renditen über diese Quality-Income-ETFs. Ja, wie funktionieren jetzt Floating Rate Notes oder variabel verzinsliche Anleihen? Im Grunde genommen gleich wie eine herkömmliche Unternehmensanleihe. Allerdings ist der Coupon dann nicht sofort im Vorfeld bei Auflage fixiert, sondern der richtet sich nach dem herrschenden
LIBOR oder im Euribor-Satz für Europa. Also zurzeit wäre das Euribor ist gerade bei um die minus 0,34% und die Anleihe zahlt dann Euribor plus eine gewisse Marge oder einen sogenannten Spread, das zum Beispiel im Euribor plus 150 Basispunkte. Der Spread hängt ab von dem Risiko des Emittenten des jeweiligen der Anleihe und dessen Kreditwürdigkeit. Also sprich, wenn die Zinsen steigen, steigt auch der Coupon. Also sobald der Euribor oder der Libor steigt, dann steigt der Coupon um den gleichen Anteil. Also dementsprechend in einem Umfeld von steigenden Zinsen haben Sie die Möglichkeit, von diesen angestiegenen Zinsen zu profitieren und haben eben nicht die Problematik, die Sie bei einer herkömmlichen Anleihe haben, dass der Coupon gleich bleibt, die Verzinsung gestiegen ist und der Kurs der Anleihe sinkt. Also hier ist eine Möglichkeit mit sogenannten Floating Rate Note ETFs von ansteigenden Zinsen zu profitieren. Ähnlich sieht es mit der inflationsindexierten Anleihe aus. Hier steigt eben mit der Inflation nicht nur der Coupon, sondern eben auch der Rückzahlungswert. Dafür sind natürlich die Nominalcoupons etwas niedriger als bei einer herkömmlichen Anleihe, aber die werden dann regelmäßig um die Inflationsrate angepasst. Und auch der Rückzahlungsbetrag um die realisierte Inflation. Wir haben jetzt hier mal zwei Beispiele. Es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn die Inflation ganz niedrig bleibt und es gar keine Inflation gibt, dann würden Sie als Anleger schlechter abschneiden als bei einer herkömmlichen Anleihe, weil eben der Coupon deutlich niedriger ist als bei der nominalen Anleihe. Also das sieht man hier in der linken Tabelle. Sie hätten eine nominale Anleihe als Beispiel mit einem 6% jährlichen Coupon, eine äquivalente inflationsindexierte Anleihe würde dann einen 3%igen Coupon aufweisen, bliebe die Inflation bei 0, hätte man natürlich das Problem, dass dementsprechend, oder das Problem, also würde diese inflationsgebundene Anleihe sich schlechter entwickeln, schlechter abschneiden als eine herkömmliche nominale Anleihe. Das sieht aber natürlich dann anders aus, wenn man jetzt schon eine Inflationsrate von 2,5% annimmt, was ja gar nicht so hoch ist. Also Ziel der EZB sind ja die 2%. Ab bis 2,5% wird sicherlich nichts unternommen, sollte sicherlich nichts unternommen werden. Und hier sieht man ganz klar, Sie haben auf jährlicher Basis dann die 3% Coupon plus nochmal die 2,5% Inflationsausgleich, der sich dann akkumuliert über die Jahre und auch beim Rückzahlungsbetrag wirkt sich die jährliche Inflation von 2,5% aus. Also dementsprechend hätten Sie in der einen Variante dann eben die 6% Coupons im Vergleich zu den 3 bis 3,75% Coupons, aber einen deutlich höheren Rückzahlungswert bei Fälligkeit aufgrund der Inflation von 2,5%. Und dementsprechend würde hier in dem Fall die inflationsindexierte Anleihe die nominale Anleihe dann übertreffen. Also hier nochmal zusammengefasst bei einer herkömmlichen nominalen Anleihe haben Sie sozusagen vom Renditetypen die reale plus die erwartete Inflation und da ist die Inflationserwartung eingepreist. Aber Sie haben durch die realisierte Inflation eine negative Preisauswirkung. Bei der inflationsindexierten Anleihe ist eben die Inflationserwartung diskontiert und Sie profitieren damit eben von einer steigenden und von einer hohen Inflation. Aber natürlich kaufen Sie das im Grunde genommen mit einer niedrigeren Rendite, ohne Berücksichtigung der Inflationserwartung. Aber wenn Sie eben davon ausgehen, dass die Inflation steigen sollte, dann können Sie da eben doch noch einen Inflationsausgleich erreichen.
Ja, und jetzt komme ich eben zu dem Thema, das wir vorher angesprochen hatten, mit den Quality Income Aktien, also mit der Möglichkeit, stabile langfristige Renditen zu vereinnahmen. Hintergrund ist im Grunde genommen der, Sie haben einerseits können Sie natürlich auch hohe Renditen oder höhere Renditen über hochverzinsliche Anleihen, also sogenannte High-Yield-Anleihen erreichen, aber die haben doch auch deutliche Risiken. Also wer gibt High-Yield-Anleihen aus? Natürlich nur Unternehmen, die unter Investment-Grade geratet sind, also dementsprechend höheres Risiko aufweisen. Es gibt das Liquiditätsrisiko noch, dass gerade eben diese Anleihen relativ illiquide sind im Handel. Sie haben das Zinsrisiko, dass das eben auch mal ausfallen kann. Und als Alternative dazu, statt einem hohen Coupon, könnten Sie natürlich auch sagen, ich will hohe Dividendenrenditen. Da haben Sie natürlich auch die Möglichkeit des Drawdown-Risikos. Also klar, das sind Aktien, da besteht die Möglichkeit der Kursverluste. Dann ist es schwierig herauszufinden, welche Aktien werden denn auch in Zukunft höhere Dividendenrenditen auszahlen. Also das sind alles so Punkte, die man beachten sollte. Und gerade wenn man sich nur auf die Höhe der Dividendenrendite fokussiert, ist es nicht notwendigerweise ein zuverlässiger Eindruck davon, dass das auch für langfristige das Einkommen geeignet ist. Wir haben hier mal im Vergleich die realisierte Dividendenrendite mit der erwarteten oder prognostizierten Dividendenrendite jetzt für alle weltweiten Aktien, die im FTSE World Stocks sind und die eine Dividendenrendite von über 4% aufweisen. Und da sieht man, dass das eigentlich ziemlich auseinanderklafft. Also nicht notwendigerweise haben die Titel, die eine hohe Prognose aufweisen, auch wirklich dann eine schöne hohe realisierte Dividende. Ganz anders sieht es aber aus, wenn man dann zusätzlich zu den als weiteren Faktor nicht nur die 4% Dividendenrendite nimmt, sondern eben auch die Qualität der Unternehmen. Und hier sieht man dann sehr schön, dass das ganz gut zusammenpasst. Also die Titel, die zusätzlich zu einer hohen Dividendenrendite auch noch eine hohe Qualität aufweisen, bei denen ist es so, dass das ein sehr guter Proxy auch ist, die Prognose zu den realisierten Dividendenrenditen. Ja, aber wie findet man jetzt diese Qualität heraus? Also was ist da entscheidend? Also entscheidend ist sicherlich die Risiken zu beachten, die Kreditrisiken, die Volatilität, die Nachhaltigkeit auch der Ausschüttung. Also so im Grunde genommen muss man sicher gehen, dass die Dividenden nicht aus der Substanz ausgeschüttet werden, sondern eben wirklich aus den Gewinnen. Also das sind so die Grundsätze hinter den Quality-Income-Strategien. Das sind Index-Strategien, die vom SG Research entwickelt wurden, um eben gerade die Vereinnahmung von langfristig stabilen Renditen zu ermöglichen. Wie funktioniert jetzt der Selektionsprozess bei diesen Strategien, auf die es eben auch ETFs gibt? Also hier ist es gibt ein Ausgangsuniversum, das je nach Region unterschiedlich ist. Also zum Beispiel bei globalen Aktien sind es ca. 1100 Aktien, aus denen ausgewählt wird. Und die Kriterien für die Auswahl ist im Grunde genommen so ein Scoring-Modell, das nach der Qualität auswählt. Und da gibt es drei Unterkriterien. Das ist Profitabilität der Unternehmen, die Verschuldung, aber eben auch die Effizienz. Also Profitabilität, Liquidität und wirklich operative Effizienz werden betrachtet und dann gewisse Punkte vergeben. Dann als nächster Punkt kommen eben die soliden Bilanzen rein. Also das ist eine Kennzahl, die nennt sich Distance to Default. Das heißt im Grunde genommen, wie viel ist die Bilanz des Unternehmens wert im Vergleich zu seinen Schulden? Also wie hoch ist der Abstand zu einer möglichen Insolvenz? Je höher, desto besser im Grunde genommen. Und erst als drittes Kriterium kommt dann die Höhe der Dividendenrendite und das muss eben über 4% sein für Europa und für den globalen Index. Und bei Japan müssen es eben die
werden die Top 60 Titel verwendet. Also die, nach dieser Auswahl, nach diesen drei Schritten in der Selektion entsteht dann ein gleichgewichtetes Aktienportfolio, das dann auch auf quartalsweiser Basis eben wieder neu gewichtet wird. Und das Endergebnis sind dann eben zwischen 75 und 125 Aktien für den europäischen Raum. Ups, Glück. Oh. Das ist mein Computer gesprungen. Und 50 Aktien für Europa und 60 für Japan. Wer hier jetzt mal ein Performance-Vergleich, wie hätte das gerade für den globalen Index ausgesehen? Also man sieht, dass man damit eine deutlich, gerade über die 10 Jahre, die letzten 10 Jahre, eine deutliche Outperformance im Vergleich zum MSCI World erzielt hätte. Und das ist eben eine Möglichkeit, wirklich über ein diversifiziertes Aktienportfolio und einen ETF, der dann eben in diese 75 bis 125 Titel investiert, über den dann an reinen Qualitätsaktien mit hoher Dividendenrendite zu partizipieren. Also hier waren jetzt im Grunde genommen drei Möglichkeiten im aktuellen Marktumfeld zu investieren. Was wir immer wieder gefragt werden, ist auch, wie wähle ich denn eigentlich meinen ETF aus? Es gibt ja mittlerweile 1600 ETFs, teilweise 10 oder 20 auf dieselben Indizes. Wie kann ich als Anleger überhaupt entscheiden, welcher ETF für mich am meisten Sinn macht? Und deshalb habe ich hier mal eine Folie mit den wichtigsten Kriterien, die man sich als Anleger da anschauen kann. Ganz im Herzen der Auswahl liegt natürlich immer der Index. Sie müssen sich als Anleger erstmal anschauen, in welches Land, in welche Region will ich investieren. Dann, welcher Index bietet da für mich die besten Möglichkeiten? Also zum Beispiel, wenn man sich den europäischen Raum ansieht, will ich eher nur in Euroland investieren und da in ein kleineres Portfolio wie den Euro Stoxx 50. Oder will ich eben auch noch die Nicht-Euro-Länder in meinem in berücksichtigt wissen und in ein breites Portfolio an Aktien investieren, dann könnte ich in den Stoxx Europe 600 investieren. Also das sind so Entscheidungen, die jeder Investor im Vorfeld für sich klären muss. Und dann für die einzelne Beurteilung der ETFs ist einerseits entscheidet eben die Performance, also wie hat sich der ETF wirklich entwickelt im Vergleich zum Index, die sogenannte Tracking-Differenz, aber auch der Tracking-Error, da habe ich danach noch eine Folie, die diese Kennzahlen genauer beschreibt. Dann die Liquidität, also die Geldbriefspanne an den Börsen, die Handelsvolumina, die Börsennotierungen, sind die ETFs eben auch wirklich an der Börse notiert, über die ich handeln möchte. Klar, die Risiken sollte man nicht aus den Augen verlieren, also da gibt es eben in verschiedenen ETFs noch einerseits das Thema Wertpapierleihe. Was bedeutet das? Das heißt, wenn einzelne Titel, die im Fonds gehalten werden, gegen Gebühren, die dann dem Fonds auch wieder gutgeschrieben werden, verliehen werden, da kann man sich immer anschauen, wie viel ist verliehen, wie ist die Besicherung. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir nur bei physischen Aktien-ETFs Wertpapierleihe machen, bei auf der Anleihenseite keine. Also da bleiben dann wirklich die Wertpapiere komplett, gerade bei den Staatsanleihen, im Portfolio enthalten und nichts wird verliehen. Dann ist eben die Frage, wie sieht die Fondszusammensetzung bei Swap-ETFs aus? Was ist da drinnen enthalten? Wer ist die Gegenpartei? Wie hoch ist der Swap-Anteil? Also das ist, so, wenn Sie die Replikation eben gerade für Schwellenländer-ETFs macht es Sinn, dass sie nicht direkt in jede einzelne Aktie investieren, sondern eben in ein Basket an europäischen Aktien und dann eine Tauschtransaktion mit einer Bank eingehen, um wirklich die Rendite dieses eher schwer zugänglichen Index zu erreichen. Und auch hier ist es so, dass wir ganz klare Grenzen gesetzt haben. Bei uns wird eben dieser Swap, dieses Tauschgeschäft auf täglicher Basis glattgestellt. Also Sie sind tendenziell zu mehr als 100% in Aktien investiert und das finden Sie auch auf täglicher Basis auf unserer Webseite.
Frau Fürpass, ich glaube, Sie kriegen Besuch. Da hat es geklingelt im Ja, es tut mir Hintergrund. leid. Ich habe Das alle ist aber Telefone ausgeschalten. Das überhaupt kein Problem. gerade Vielleicht, jemand, aber mein Mann muss das mit den Kindern das erledigen. wird er sicherlich hinkriegen, Frau Fürpass. Ich hätte auch direkt noch eine Frage eines Webinarteilnehmers beziehungsweise einer Webinarteilnehmerin passend zu dieser Folie. Unter Verwaltungsgebühr haben Sie stehen links unten AUM. Was sagt diese Kennziffer aus und wie muss man diese interpretieren? Genau, AOM sind Assets Under Management, also ist das verwaltete Vermögen des jeweiligen ETFs. Da ist es so, dass generell bei dem ETF hat es keinen Nachteil, wenn Sie jetzt in den kleineren ETF investieren als in den größeren. Allerdings, wenn der ETF zu klein ist, könnte es eventuell das Risiko geben, dass irgendwann der Anbieter sagt, okay, leider nicht genug Leute sind daran interessiert, scheint nicht das richtige Thema zu sein. Also könnte es passieren, dass der ETF fusioniert oder geschlossen wird, wenn er wirklich zu klein ist. Also deshalb vielleicht im Auge behalten, gerade wenn ein ETF nur 10, 20 Millionen groß ist, vielleicht vorsichtiger sein. Wunderbar, vielen Dank für diese Antwort. Und die anderen Antworten, liebe Webinarteilnehmer, die heb ich mir auf für die Fragerunde. Das hat jetzt aber gerade ganz gut gepasst, weil die Frage direkt zu dieser Folie war. Frau Fürpass, Sie dürfen gerne weitermachen. Ja, also wie jetzt erwähnt wurde, eben Verwaltungsgebühr auch noch ein Charakteristikum, aber ganz klar ausschlaggebend ist eher die Performance, aber die Verwaltungsgebühr kann so eine Indikation bieten dann. Und die Ausschüttungspolitik, das ist dann wirklich je nachdem, nach Ihren Präferenzen wollen Sie jährliche oder halbjährliche Erträge generieren und dann ausgeschüttet bekommen oder lieber thesauriert. Da sehen wir, dass die Investoren das sehr unterschiedlich je nach ihren Präferenzen sehen. Hier vielleicht nochmal, was ist eigentlich Tracking-Differenz und Tracking-Error? Weil das sind so die herkömmlichen Kennzahlen, mit denen ETFs bewertet oder verglichen werden, die aber vielleicht nicht jedem bekannt sind. Also die Tracking-Differenz ist diese Performance-Lücke zwischen dem ETF und dem Index. Also das ist eine statische Betrachtung. Da kann der ETF mal leicht drüber oder auch leicht unter dem Index liegen. Das hängt ein bisschen davon ab, auch ob der Index ein sogenannter Net Total Return Index ist, also ob alle Quellensteuern beim Index auf Indexebene bereits abgezogen sind, wie jetzt zum Beispiel beim Euro Stoxx 50. Da kann es dann tendenziell so sein, dass der ETF ein Ticken sogar besser ist als der Index. Bei dem DAX ist es andersrum, weil das ist ein sogenannte Gross Total Return, also brutto, die Dividenden werden dort schon berücksichtigt. Da kann der ETF gar nicht besser sein als der Index. Also da würde alle Produkte immer ein Ticken unter dem Index sein. Aber dieser Performance-Unterschied, diese Performance-Lücke wird im Tracking-Differenz genannt. Der Tracking-Error beschreibt eher, wie sich der ETF entwickelt, wie sich der Nettoinventarwert des ETFs im Vergleich zum Index entwickelt. Also es ist sozusagen die Volatilität der Performance-Abweichung. Sprich, je höher dieser Tracking-Error ist, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass in Zukunft die Tracking-Differenz auf einem anderen Niveau liegen sollte. Also sprich, ein ETF ist, je niedriger der Tracking-Error, desto näher ist er am Index dran und desto vorhersehbarer ist die Entwicklung im Vergleich zur Indexentwicklung. Und die Liquidität, ganz klar, wird eben gemessen über die Geldbriefspanne, also den Unterschied zwischen dem Kauf- und dem Verkaufskurs. Ja, und jetzt sozusagen zum Abschlussthema Altersvorsorge mit ETFs. Was kann man da machen? Also generell ist ja so, dass Sie verschiedene Möglichkeiten haben, ETFs in Ihrem Portfolio einzusetzen. Einerseits über ein langfristiges reines Buy and Hold, über eine aktive Asset-Allokation. Sie können natürlich auch ein Risikomanagement über ETFs darstellen, gerade wenn Sie eben Short-ETFs zum Beispiel verwenden oder eben auch den Geld als Geldmarktersatz, wobei natürlich Geldmarkt zurzeit wahrscheinlich weniger das interessante Thema ist aufgrund der negativen Verzinsung. Aber gerade in dem Drei-Säulen-Modell der Altersvorsorge können eben ETFs
eingesetzt werden zur privaten Altersvorsorge und da eben dann deutlich flexibler als eben herkömmliche subventionierte Methoden wie im Riester oder Rürup, die auch teilweise relativ kostenintensiv sind. Also mit ETFs können Sie persönlich und privat für Ihre Altersvorsorge ansparen. Und gerade die niedrigen Gebühren machen sich natürlich über einen Zeitraum von 30, 40 Jahren extrem bemerkbar. Also da ist ja 1% Gebührenunterschied, summiert sich dann und kumuliert sich auf über so einen langen Zeitraum. Deshalb haben wir zusammen mit dem Institut für Vermögensaufbau mal eine Möglichkeit für zwei Sparplanportfolios entwickelt. Hier wird eben angenommen, dass auf jährlicher Basis gespart wird und das ist eine langfristige Renditeerwartung im Anleihenportfolio von zurzeit von circa 1,2% da sind. Und hier von den Indizes oder den ETFs auf die verschiedenen Indizes kann man mit dem, wenn man sagt, man nimmt den MSCI World als alle die entwickelten Märkte, MSCI Emerging Markets für die Schwellenländer, dann Euro-Staatsanleihen und dem Euro-Unternehmensanleihen. Damit kann man ein breit diversifiziertes Portfolio darstellen und hier eben die Allokation, wenn man annimmt, man möchte eben über 30 Jahre auf jährlicher Basis investieren und hier wird die Aktienquote maximiert unter einem kompletten Kapitalerhalt. Wir haben einmal ein konservatives Portfolio, wo man wirklich davon ausgeht, dass es zwischendurch zu einem Totalverlust in der Aktienanlage kommen kann, was natürlich wirklich sehr konservativ ist. Also hier würde man dann 80% circa in Anleihen investieren und knapp 20% in Aktien, also zwei Drittel davon in entwickelte Märkte und ein Drittel eben in Schwellenländer. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Aktienmärkte eben nur 50% verlieren, dann hätte man entsprechend eben knapp über 60%, die man in Anleihen investieren würde und knapp 40% eben in den Aktienmarkt. Also da wieder zwei Drittel entwickelte Märkte, ein Drittel Schwellenländer. Wenn Sie jetzt selbst sagen, eigentlich glaube ich gar nicht an 50% Aktienverlust, sondern eben eher nur an 25, dann kann man das natürlich, können Sie das natürlich variabel selbst steuern. Aber hier, das wäre mal so eine Idee und eine Möglichkeit, wirklich ein diversifiziertes Sparplanportfolio aufzubauen, wo Sie dann im weltweiten Aktienmarkt und um jetzt eben auf der Anleihenseite keine Währungsrisiken einzugehen, im europäischen oder im Euro-Anleihenmarkt investiert sind. Ja, und damit komme ich schon zum Ende von unserer Präsentation. Hier vielleicht noch ein Hinweis. Sie finden sehr viele Informationen zu unseren ETFs auch über unsere Webseite. Das ist www.luxoretf.de. Da können Sie nach einzelnen Produkten suchen. Sie finden alle Informationen, welche Aktien enthalten sind, welche Anleihen, wie die ETFs funktionieren, eben auf der Website und immer wieder eben auch neue Themen. Ja, und Vielen jetzt stehe ich Dank. Ihnen Ja. natürlich für Fragen zur Verfügung. Super, Frau Fürpass. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Und natürlich, liebe Webinarteilnehmer, wollen wir jetzt die, wie ich finde, vielen Fragen, die Sie uns gesendet haben, versuchen abzuarbeiten. Das wird nicht ganz gelingen. Nicht nur wegen der Zeit, sondern weil es wirklich sehr, sehr viele Fragen sind, die sich auch zum Basiswissen, stellen. Und wir fangen dennoch mal an, Frau Fürpass. Wo können denn potenzielle Anleger Infos zum Tracking Error und zu anderen Kennzahlen von ETFs finden? Haben Sie da einen Tipp? Also einerseits finden Sie es auf den Webseiten der Anbieter, aber es gibt eben auch Vergleichswebseiten wie zum Beispiel Just ETF, oder eben auch auf Finanzen, glaube ich, finden Sie sehr viele Kennzahlen zu den einzelnen ETFs. Wie wichtig ist die Fondswährung, wenn jemand in einen ETF investieren möchte? Spielt das eine Rolle und welche? Also generell ist es so, dass die Fonds, meistens die ETFs, die gerade an Xetra gehandelt werden, werden ja in Euro gehandelt. Die Fondswährung ist oft Euro, aber was man beachten muss, ist, was ist die
Indexwährung, in was wird investiert? Also dementsprechend, wenn die Indexwährung von der Fondswährung abweicht, haben Sie ein gewisses Währungsrisiko. Also dessen sollten Sie sich auch als Anleger bewusst sein. Also zum Beispiel bei einem S&P 500 ETF, der zwar in Euro gehandelt wird, aber wo natürlich der Aktienmarkt, der abgebildet ist, in US-Dollar ist, sind Sie entsprechend dem Währungsrisiko Euro-US-Dollar ausgesetzt. Möglichkeiten, wenn Sie sagen, das möchten Sie nicht als Investor, gibt es immer noch die Möglichkeit, auch in währungsgesicherte ETFs zu investieren. Dann zahlen Sie natürlich für diese Währungsabsicherung, haben aber damit das Risiko nicht. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, ob ein ETF in Deutschland zugelassen ist. Das war im Zusammenhang mit der Steuer. Dazu hat uns auch eine weitere Frage erreicht. Ich denke doch, dass alle in Deutschland handelbaren ETFs auch dort zugelassen sind. Ist das richtig, Frau Fürpass? Also alle, die an Xetra gelistet sind, sind auch in Deutschland zugelassen. Dann schließt sich daran gleich eine weitere Frage an. Wie können unsere Zuschauer denn erkennen, woher ein ETF stammt? Gibt es da irgendwelche Kennzahlen, vielleicht an der ISIN? Woran kann man erkennen, woher ein ETF stammt? Das ist jetzt die Frage, was Sie meinen mit woher er stammt, ob er jetzt in Europa oder in Euro in der EU aufgelegt wurde im Vergleich zu den USA. Also Ganz das genau. Wir hatten sieht vorhin man über an den der ISIN. Unterschied gesprochen, wie ein ETF in den USA besteuert wird, beziehungsweise wie ein US-amerikanisches ETF hier besteuert wird. Und da wäre die Frage, wie unsere Webinarteilnehmer erkennen, woher ein ETF stammt, beziehungsweise wer dieses aufgelegt hat. Also Sie sehen, woher der ETF stammt, sehen Sie an der ISIN. Da sehen Sie, in welcher Domizilierung er aufgelegt wurde. Das ist zum Beispiel bei unseren ETFs, wir haben entweder französische oder Luxemburger. Da beginnt dann die ISIN mit LU oder FR. Und entsprechend, es gibt die meisten anderen ETFs sind vielleicht noch mit in Irland aufgelegt, dann wäre es IE. Und dann gibt es noch ein paar, eher weniger, die in Deutschland aufgelegt sind. Da beginnt die ISIN mit DE. Entsprechend wären dann US-amerikanische mit US im Grunde. Gibt es da aus Ihrer Sicht irgendwelche Unterschiede, was die Performance, nenne ich es mal, und vielleicht auch das Risiko angeht für den Anleger? Also alle, die in Europa aufgelegt sind, also ob es jetzt DEL, also Luxemburg, Frankreich oder Irland ist, ist vom Risiko für den Anleger her dasselbe. Die sind alle, also was alle ETFs, die in Europa aufgelegt sind, verbindet, ist, dass sie sogenannte UCITS-ETFs sind, also nach europäischen Anlagerichtlinien aufgelegt. Das muss auch bei jedem ETF im Namen dabei stehen, dieses UCITS, UCITS. Und damit kann der Anleger sicher sein, dass es wirklich nach Euroregularien aufgelegt ist. Wenn wir jetzt gerade beim Risiko sind, das ist natürlich immer eine beliebte Frage in den Chats. Was passiert bei einem Crash mit einem ETF? Können Sie uns diese Frage beantworten? Also generell natürlich, wenn der Markt fällt, fällt auch der Wert des ETFs. Also dem kann man nicht ausweichen. Ich glaube, die Frage spielt wahrscheinlich auch darauf an, was ist die Sicherheit, die man mit dem ETF hat. Also was Sie auch haben, zum Beispiel, wenn eben der ETF-Emittent ein Problem hätte, haben Sie dadurch, dass es Sondervermögen ist wirklich das Durchgriffsrecht auf die einzelnen Titel im Fonds. Haben Sie Also vielleicht, ja? dementsprechend da diesen Sicherheitsaspekt im Vergleich zu Zertifikaten oder strukturierten Produkten, wo Sie ja im Grunde genommen eine Forderung gegen die jeweilige emittierende Bank haben. Haben Sie vielleicht noch Angaben zu Ihren ETFs, welche Kosten dabei anfallen, wenn jemand in Ihre ETFs investiert? Wovon hängt das ab? Also von den Kosten her, also es gibt von den Managementgebühren sind die unterschiedlich, natürlich je nach Assetklasse, aber auch je nach Komplexität des Underlyings. Also das beginnt bei 0,07% zum Beispiel für ein paar europäische Produkte und kann dann deutlich teurer werden für Schwellenländer.
Das wäre dann so um die 0,655 für den für MSCI Emerging Markets oder 0,65. Also das hängt so ein bisschen von der Komplexität der Underlyings ab, aber eben im Durchschnitt sind sicherlich so um die 0,3%. Was man als Anleger dann sicherlich noch beachten kann, sind die Handelsgebühren oder Handelskosten, je nachdem, über welche Banken oder Online-Banken sie handeln. Da ist es so, dass wir auch immer wieder Aktionen mit verschiedenen Partnern und Partnerbanken haben, wo wir dann den ETF-Handel oder auch Sparpläne entweder kostengünstiger oder eben auch Sparpläne komplett kostenfrei anbieten. Also zum Beispiel zurzeit aktuell auch mit Consors und mit Comdirect. Also da macht es sicherlich für Anleger Sinn, gerade nach diesen Aktionen zu schauen, weil dann können eben gerade die Handelskosten deutlich reduziert oder eben komplett wegfallen. Es ist bereits kurz nach 7 und unser Webinar neigt sich dem Ende entgegen. Wir können leider an dieser Stelle nicht mehr alle Fragen beantworten, aber Frau Fürpass, zwei hätte ich noch zum Abschluss. Die würde ich gerne im Paket stellen. Die erste Frage ist: Bieten Sie bei Lyxor ETFs für ethische Anlagestrategien an? Und die zweite Frage: Was ist die passende Strategie, also wie sieht die ETF-Auswahl aus, wenn jemand für seine Altersvorsorge sparen will, also etwa 30 Jahre. So ist diese Frage. Also ich denke, der Webinarteilnehmer möchte einen Sparplan, in einen Sparplan investieren. Und wie könnte da die perfekte Auswahl aussehen? Also generell gleich zum zweiten Teil der Frage. Ich glaube, da macht es sich sicherlich Sinn, mal dieses Portfolio vom Institut für Vermögensaufbau anzusehen. Und hier sehen Sie dann eben, das ist gerade für 30 Jahre berechnet, eben mit dieser Auswahl auf MSCI World, MSCI Emerging Markets und dem Euro. Und Euro-Staatsanleihen und Euro-Unternehmensanleihen. Und das hat eben den wissenschaftlichen Hintergrund des Instituts für Vermögensaufbau. Und zum ersten Teil Ihrer Frage, also damit werden wir immer wieder konfrontiert. Immer mehr Investoren interessieren sich für den Bereich nachhaltiges oder ethisches Investieren. Wir haben vier ETFs, die wir in dem Bereich anbieten und die eben auch vier von den UN-Principles abdecken. Das ist einerseits haben wir ein Produkt, das auf die Wasserversorgung geht, also World Water, der bietet eben hier eine Möglichkeit zu investieren. Wir haben aber auch ETFs auf Gleichstellung der Geschlechter und Produkte eben auf erneuerbare Energien und auf sogenannte Green Bonds, die Anleihen, die zum reinen, die nur emittiert werden, um ein Umweltschutzprojekt zu finanzieren. Aber da finden Sie auch alle Informationen, also vielleicht auf unserer Webseite. Und generell stehen meine Kollegen und ich Ihnen natürlich auch bei Fragen zur Verfügung. Wir hatten jetzt, glaube ich, auf der letzten Seite der Webseite oder ansonsten auf der letzten Seite der Präsentation eine Telefonnummer. Ansonsten finden Sie unsere Telefonnummer. Wir haben eine Hotline-Nummer, unter der Sie uns erreichen können. Das ist die 069717 und dann 4 mal die 4. Und da können Sie uns und meine Kollegen und mich gerne erreichen, wenn Sie noch weitere Fragen zu den verschiedenen Themen rund um ETFs haben. Vielen Dank, Frau Fürpass. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen und nochmal die Kontaktdaten. Diese werden wir auch auf jeden Fall an Sie versenden, liebe Webinarteilnehmer. Sie können sich dann auch direkt an Lyxor wenden, wenn Sie weitere Fragen haben. Ich denke, dass wir die vielen Möglichkeiten mit ETFs noch besser kennenlernen durften heute Abend. Ich habe jedenfalls wieder mal viel dazugelernt. Ich möchte Sie, verehrte Webinarteilnehmer, nun noch darauf hinweisen, dass dieses Webinar aufgezeichnet wurde und Sie es jederzeit noch einmal anschauen können. Einen entsprechenden Link mit der Aufzeichnung gibt es im Nachgang dieser Veranstaltung auf der Startseite von Finanzen.net. Den Link bekommen Sie aber wie immer auch in der bereits angesprochenen E-Mail zugeschickt. Den Live-Mitschnitt finden Sie auch auf unserer YouTube-Seite. Dort können Sie auch viele andere Finanzen.net-Webinare entdecken. Vielleicht schauen Sie dort einfach mal vorbei. Frau Fürpass, ich danke Ihnen sehr für Ihre Ausführungen. Wie sieht Ihr Schlusswort aus? Gibt es etwas, das Sie unseren Zuschauern
heute Abend und vielleicht für die kommenden Wochen noch mitgeben wollen? Ja, also vielen Dank, Herr Gentner. Also ich glaube, heute Abend haben wir sehr viel über ETFs gesprochen. Ja, ich hoffe, dass wir auch die restlichen 40% so ein bisschen neugierig machen konnten, ETFs auch einzusetzen. Und ansonsten, nachdem sich ja jetzt Weihnachten und der Jahreswechsel nähert, würde ich Ihnen einfach allen noch eine schöne und erholsame Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in ein neues Jahr wünschen. Vielen Dank, Frau Fürpass. Das hat mir heute wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich bereits auf das Luxor-Webinar im neuen Jahr. Vielen Dank für alles und natürlich wünsche ich Ihnen auch einen schönen Abend und bereits 10 Tage vor Heiligabend eine ruhige Weihnachtszeit. Das darf man, glaube ich, schon sagen. Und auch bei Ihnen, verehrte Zuschauer, möchte ich mich für Ihre Teilnahme und für Ihre Aufmerksamkeit an diesem Webinar bedanken. Bleibt mir noch der Hinweis auf den Webinar-Newsletter. Ich würde Ihnen ja auch schon gerne frohe Weihnachten wünschen, aber wir haben vor Weihnachten noch einige Webinare hier bei Finanzen.net. Vielleicht schauen Sie auch mal da noch vorbei. Das würde mich sehr freuen. Mit dem Webinar-Newsletter verpassen Sie jedenfalls keine Veranstaltung mehr. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ihnen allen einen schönen Abend und viel Erfolg bei Ihren künftigen Investments, ob mit Indexfonds oder ohne. Tschüss, bleiben Sie uns gewogen.